Leute, eigentlich wollte ich heute eine neue Stelle ausprobieren, aber jetzt sind hier die Viecher, ich weiß nicht. Jetzt haben sie sich gerade wieder ein bisschen beruhigt. Gewöhnen sich an mich, haben gedacht, es gibt was zu fressen wahrscheinlich. Nein. Jo, aber dadurch ist es hier für mich legal. Es ist mir erlaubt, diese Stelle zum Camping zu benutzen. Und vielleicht kriegen sie sich auch wieder ein, dann könnte es eine ruhige, harmonische Nacht werden. Und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Mit dem Bus. Oh Mann, das kann ja was werden. Ja, es hat eine Menge geregnet die letzten Tage. Hier sieht man das Pfützenfeld. Und man hört das Bächle rauschen. Ja, ich saufe euch euer Wasser nicht weg, alles cool. Also hier habe ich das Bachrauschen direkt hinter mir quasi. Ich fahre noch mal ein Stück zurück, weil das die andere Challenge ist, ein Tarp. Eigentlich wollte ich spannen, ein Tarp will ich eigentlich spannen, aber ich sehe hier eigentlich nicht viele Möglichkeiten von Bäumen. Ja, falls es mehr regnet, weil ich ein Lagerfeuer auch machen möchte. Jetzt habe ich den Bus umgestellt, so ganz gerade steht er jetzt nicht mehr, aber es ist auch nicht so schief, wie es vielleicht wirkt in dem Clip jetzt. Mit meinem Rücken an die Wand und mit der geschlossenen Seite zum Tal und zu den Kühen. Und so habe ich hier meinen offenen Bereich. Da will ich gleich versuchen, noch ein Poncho zu spannen. Kein Tarp, ein Poncho. So, ganz einfache Konstruktion mit Schnur und einem Expander am Baum und am Poncho. Möglicherweise schützt mich das nicht, wenn dann 2000 Liter auf einen Quadratmeter kommen, aber muss man wagen. Es soll das den Grill schützen vor Regen und das Lagerfeuer. Das ist der Sinn der Sache. So, die Kühe haben sich weitestgehend verzogen. Jetzt hört man die Straße besser. Die Hauptstraße hier durchs Killertal, das Nadelöhr hoch auf die Schwäbische Alb. Und okay, solange es noch hell ist, dann muss man gleich mal ein bisschen nach Holz schauen. Ich habe trockenes Holz dabei, hier ist ja alles nass, aber zur Sicherheit noch ein bisschen Watt dazu. Ja, mit dem Holz, das ist so eine mittlere Katastrophe, aber ich habe hier was von zu Hause mitgebracht, was gepreppt ist sozusagen. Und ja, wollen wir mal sehen, ob das noch was wird. Die Stelle ist jedenfalls schwer einsichtig. Ich bin auch überhaupt nicht einsichtig. schwer zu sehen von der Straße aus, von der nächsten bewohnten Gegend aus. Und es ist, selbst wenn mich jemand sieht und kommt, das ist ja legal. Ich habe die Erlaubnis, mittlerweile sogar doppelte Erlaubnis. Jo, die Kühe haben sich aufgezogen. Ich höre sie immer noch schemenhaft, oder wie sagt man dann? So im Hintergrund rumjodeln und jetzt werde ich mir langsam bequem machen, mal so ein bisschen einrichten, weil es ist jetzt schon die vorgerückte Stunde und zack, zack, wird's dunkel und dann will ich auch mein Lagerfeuerchen machen. Ja, was? Jetzt kommen sie schon, um mich zu holen. So groß ist das Feuer nicht. Noch nicht.
Ich werde mal was von den Nassen drüberlegen, über die ganze Fläche, sozusagen zum Vortrocknen. Das sind auch zu lang. Egal, für eine Nacht. Kann auch mal der Grill ein bisschen schief stehen. Oh, strahlt Wärme ab, sehr schön. Okay, also mein Plan ist, immer wieder oben Naste drauf zu legen, die dann, je näher sie in der Mitte sind, von unten beheizt werden. Und ihr seht es auch, der erste, der da fast mittig ist, der brutzelt ja schon selber mit an, weitestgehend getrocknet. Gerade eben hat es mal kurz gedonnert, hier sieht es so richtig sonnig aus und hell auf dem Bildschirmchen. Aber es ist jetzt, lass mich lügen, es ist jetzt bald 9, halb 9. Halb 9, es ist 9:30. Jetzt habe ich doch den Bus nochmal umgestellt. Etwas gerade steht er jetzt, geringfügig gerade. Und es hat auch angefangen zu tröpfeln jetzt. Und während ich das Fahrzeug umgestellt habe und den Poncho neu aufgehängt, hat es ins Feuer reingepisst. Gut Deutsch. Und ein weiterer Vorteil ist, hier habe ich nicht ganz so den Dreck da oben, wo jetzt der Grill steht. Da ist es sehr schlammig. Ob das Feuer nochmal kommt? Und dann endet der Overnighter abrupt und geht hier wieder weiter. Warum ist das so? Bei meinem anderen bisherigen Camcorder war das so, dass wenn man zugeklappt hat, dann ist die Aufnahme beendet gewesen. Jetzt hier mit dem hier muss man zuklappen und zusätzlich den Pauseknopf drücken. Und das habe ich nicht gemacht. Das heißt, nach der letzten Aufnahme, ich glaube, das war der Donner oder so, hat es dann quasi weitergefilmt und heute Morgen, große Überraschung, Akku leer. Die Aussicht war heute Morgen dann auch nicht so besonders. Ich habe die Sachen zusammengeräumt. Das Nasse ist mittlerweile auch wieder weitestgehend trocken. Kleines Problem mit dem neuen Equipment. Trotzdem war es ein schöner Overnighter. Es ist eine schöne neue Stelle. Gut, heute Morgen, es wäre nicht so spektakulär gewesen, was ich noch hätte filmen können. Wollte dann auch nicht mit dem Handy filmen und ja, deswegen reißt das jetzt mittendrin auf und endet hiermit. Und ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.